Geil. Also für mich ist sie einfach nur eine verlogene Schlampe. Sie hat mir diesen Ruffin zugespielt. Wusstest du das? Rogue hatte sicher ihre Gründe. Was du nicht sagst. Rogue macht den Mund erst auf, wenn sie alle Vor- und Nachteile durchdacht hat und weiß, was sie preisgibt und was nicht. Na komm, wir springen mal die Fahrt. Dürfen wir die töten? Ich will aber nicht mit ihnen reden. Wen hat der Wind denn hier reingeweht? Kann man das klauen? Ist das ein Gespenst? Oder bin ich immer noch besoffen? Ah, fick dich doch. Und wer ist das? Babysitter. Wie? Das sind Scorpion und Mitch. Babysitter. Hey! Von wegen Babysitter. Er ihr Partner. Ihr Sexpartner. Was treibt dich denn hier raus, Stadtmädchen? Die große Stadt ist zu klein für sie geworden. Hast du eine Ahnung, wie sauer der Alte sein wird, wenn er dich hier sieht? Bin nur für einen Moment hier. Saul muss davon ja nichts erfahren. Wir brauchen eure Hilfe. Wobei, worum geht's hier? Die Ruffen haben Panam beschissen. Sie will ihnen zeigen, dass das eine dumme Idee war. Wie schlimm haben sie dich erwischt? Schlimm genug, dass ich mir freiwillig euer Gelaber anhöre. Du weißt, wir würden alles für dich tun. Alles? Aber gerade ist es schlecht. Ernsthaft? Ihr helft mir nicht? Na, der Alte will, dass wir diese Generatoren wieder zum Laufen bringen, weil die Batterien hochgegangen sind. Generatoren? Ihr helft mir nicht wegen irgendwelcher Scheißgeneratoren? Ist das ein Witz? Wir schaffen's auch ohne sie. Schnauze! Sei kein Arschloch, Mitch. Ihr müsst mir helfen. Diesmal geht's nicht. Wir werden hier gebraucht. Scheiße. Ich fass es nicht. Also bleibt ihr hier sitzen, weil Saul euch das gesagt hat? Ich bin euch wohl scheißegal. Panam. Es geht nicht um Saul. Es geht um den Clan. Das weißt du genau. Hör zu. Wir können das Lager nicht verlassen. Keine Chance. Aber... Saul hat nichts von Ausrüstung gesagt. Okay, dann brauche ich dein Gewehr. Und auch noch ein paar meiner eigenen Sachen. Nimm, was du willst. Und pass auf dich auf da draußen. Danke, Jungs. Ich schnapp mir die Ausrüstung, dann seid ihr mich wieder los. Sieht aus, als hättest du so. Enttäuscht. Weiß nicht. Vielleicht ein bisschen. Silber, hey. Jetzt viel lieber da draußen unterwegs. Ja, ich auch. Nichts ist wichtiger als die Familie. Ich will nicht mit dir reden. Ich will einfach. Ja, bei mir sagt man halt Maul, wenn ich dich beklau. Hey, Panam. Bleibst du eine Weile? Nee, du? Hey, bin gleich wieder weg. Wir reden das nächste Mal. Hey, Panam. Ja, Malt, rieche. Offroad. Roder. Folge ihr, ja, komm. Soll es mal ein bisschen schneller laufen? Was soll davon? Geht dich nichts an. Soll ich mich hier reinhacken? Ich kenne das gut. Ich will die Nachricht klauen. Allein wir müssten schon mehrere Millionen wert sein. Hilfst du mir mal? Was ist da drin? Ein paar nützliche Kleinigkeiten. Solltest du mitnehmen. Okay, das war alles. Auf geht's. Muss ich den Müll jetzt echt tragen? Hast du dich mit Saul versöhnt? Kommst du zurück? Hat die einen Sniper? Ich kann nicht schneller laufen. Ist ja schön, wenn du mir sagst, ob das ein Sniper ist. Ich rede mit dir. Panam, kommst du nachher bei mir vorbei, Süße? Nächstes Mal, Ellie. Versprochen. What the fuck? Es ist ein Sniper, aber ohne Visier. Wie willst du denn dann snipern, hm? Mit einem bloßen Auge? Hm? Also. Soll ich euch noch helfen? Ja. Na los, hau schon ab. Und meld dich mal. Pass auf sie auf, wie. Pack's in den Kofferraum. Der hat einen Basketball. Also, der Vorbesitzer hatte einen Basketball. Jetzt wird dann geklaut.
Und wieder einsteigen. Spring rein. Scheint, als hättest du ein Autoritätsproblem. Was? Erst Rogue, jetzt Saul. Ist er dein Anführer? Ihr Anführer. Hattest es aber eilig, dich schnellstmöglich zu verpissen. Sagen wir einfach, Saul wäre nicht erfreut, mich zu sehen. Was ist passiert? Wir kamen nach Kalifornien, weil er Veränderungen für die Aldecaldos versprochen hat. Meinte, wir würden ein neues Kapitel beginnen. Aber du hast es ja selbst gesehen. Wir haben Zelte und einen Haufen Sand und Staub bekommen. Geiles Paradies. Ich wollte was anderes, was Besseres. Aber Saul ist ein verdammter Feigling. Er bedeutet das Ende für diesen Clan. Das weiß ich genau. Mitch und Scorpion scheinen gute Kerle zu sein. Bessere Freunde gibt es nicht. Ich meine, an ihrer Stelle würde ich auch im Lager bleiben. Scheiß auf Saul und seine Generatoren. Aber der Clan geht immer vor. Aber ich gehöre ja nicht mehr dazu. Sie haben dich immer noch wie eine von ihnen behandelt. Du bist ihnen wichtig. Mhm. Was ist mit dir? Hast du jemanden? Hatte nicht so viel Glück wie du. Verstehe. Waren die beiden beim Militär? Scorp und Mitch? Ja, Panzerjungen. Hatten Verträge im letzten Krieg. Panzerjungen? Haben sie diese riesigen Transporter geflogen? Scorpion, ja. Mitch war für die Sicherheit zuständig. Mhm. Jetzt haben sie beide ein paar krasse Kampfimplantate und einen Haufen abgefuckter Albträume. Rocky Ridge. Leeres, staubiges Loch mitten im Nirgendwo, oder? Die Bewohner sind alle nach Night City oder sonst wohin abgehauen. Mehr muss man über den Ort auch nicht wissen. Die Gegend hat auf einen neuen Schnellstraßenanschluss gewartet. Das sollte wieder Leben in die Stadt bringen. Ist natürlich nicht passiert. Was meinst du, wie viele Geisterstädte gibt es wohl? Hunderte? Im ganzen Land? Tausende. Bin neulich die I-80 runtergefahren. Du musst nur nach Sonnenuntergang rechts ranfahren. Dann ist es ruhig. Und du hörst es. Was denn? Wie der Wind durch die zugenagelten Fenster heult. Und die Wüstenbüsche über den trockenen Sand rollen. So sterben Städte. Nicht mit einem Knall, sondern mit einem Seufzer. Einem Wimmern. Und Fahrt überspringen. Okay. Wir sind da. Gut, was jetzt? Wir müssen für die Ruffen bereit sein. Wir haben nicht viel Zeit. Also müssen wir improvisieren. Wir sollten uns umschauen. Vielleicht finden wir was Nützliches. Muss ich immer noch hinterherlaufen oder kann ich jetzt was anderes machen? Ich scanne die Geräte in einer Umgebung. Drei beliebige Sachen scannen. Rocky Ridge ist so toll, wie man nur sein kann. Alles ist kaputt. Nichts funktioniert. Und? Hast du was gefunden? Keine Chance. Hier läuft gar nichts. Naja, das wird schon. Die Ruffen kommen nach Sonnenuntergang. Wir bereiten eine Überraschung für sie vor. Wir brauchen nur etwas Strom. Wir sollten uns mal die Trafostation angucken. Okay. Ja, oder ich. Was ist denn hier Feines drin? Nehmen wir mit. Und die Stromquelle scannen, natürlich. Hab die Schalter gefunden, aber da ist kein Strom drauf. Keine Sorge, komm runter. Ich weiß, wie wir die Mistkerle überraschen. Okay, also die Kreuzung kriegt ihr Licht von der Trafostation, ja? Wenn wir den Schalter vom Verteiler auf dem Dach umlegen, geht da die Festbeleuchtung an. Verstanden? Gute Idee. Kümmern wir uns um den Strom. Ich sehe mich nach Zugriffspunkten um. Großartig. Kommen sicher eine Menge von ihnen. Wir wissen nicht, wie viele. Wir müssen sie überlisten und es dann irgendwie zu meinem Auto schaffen. Keine Sorge. Ich habe ein paar Ideen. Wir spielen ein bisschen mit ihnen an der Kreuzung. Klingt hervorragend. Sobald sie die Lichter sehen, müssen sie nachgucken, wer das war und wieso. Perfekt. Okay, zuerst müssen wir an das Terminal unten. Sonst ist der Verteiler auf dem Dach eh für nichts gut. Am besten benutzen wir die Autobatterie zum Starten. Das sollte funktionieren. Nicht schlecht. Auf mich. Das Auto bringe ich mit. Das Licht ist vorne kaputt. Ja. Langweilig. Können wir hier in der Zeit irgendwas machen?
Das Loot, das Loot, das Loot. Fällt jetzt echt von hinten rein? Ist hier oben noch was Schönes? Schon immer mal hochklettern. Also immer ist falsch. Ich hab's gerade gesehen, hab gedacht, kletter ich hoch. So. Alles für Loot? Man kann nicht alles aufheben, wieder was verpackt. Ist das clever, hier lang zu laufen? Es geht schlimmer. Die Steuertafel sieht noch gut in Schuss aus. Ich stelle einen Schaltkreis zur Stromquelle her. Das sollte funktionieren. Wir müssen das Ganze nur zum Laufen bringen. Hol die Starthilfekabel aus dem Kofferraum. Wir nehmen einfach die Autobatterie. Ich habe aus Versehen alles genommen. Positive Kabel an. Moment, ich muss hier noch alles anschließen. Da war das Kabel kurz ab. Das könnte gefährlich werden. Okay, und jetzt noch das schwarze. Negatives Kabel wird verbunden. Das war's wohl. Aber die Klapperkiste hat gute Arbeit geleistet. Okay, Strom ist an. Starte das Terminal drin und dann geh aufs Dach, sobald der Strom im Gebäude an ist. Wird gemacht. Ich gehe hoch auf den Turm. Dann haben wir die ganze Kreuzung auf dem Präsentierteller. Leg die Schalter um, wenn ich dir das Signal gebe. Verstanden? Okay. Yes, ma'am. So. Weil zum Öffnen geht natürlich nicht. Perfekt, müssen wir von außen lang. Ihr Auto ist Schrott, ne? Sind wir dann echt in der Wüste gefahren? Wie komme ich jetzt hier rein? Von oben? Hau einfach die Scheibe ein und geh rein. Ja, ist ein Argument. Ist ein. Was war denn das? Also, ich hoffe, ihr habt das gleiche gesehen wie ich. Das sollte, glaube ich, nicht der Fall sein. Dass wir uns ja nicht schneiden. So. Gibt es hier noch zu wissen? Bedienungsanleitungen brauchen wir nicht benutzen. Gut, der Verteiler hat Strom. Du oben, ich unten? Jetzt warten wir. Denk dran, sobald wir sie sehen, schmeißt du den Strom an. Ja, ja. Okay, gib mir zur Sicherheit Deckung. Natürlich. Nicht wirklich schwer zu übersehen. Lass sie uns überraschen. Lass uns das leise regeln. Wenn was passiert, nähte ich sie einzeln um. Klingt gut. Aber wie? Sieht schon ziemlich gut aus. Ich dachte, wenn wir sie sehen, machen wir den Strom an. Ist er an? Nein. Sehen wir sie? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es werde Licht. So, jetzt gehen wir fix hin und hauen der voll aufs Maul. Danach dir. Ist richtig, das hatte ich eh vor. Aber danke fürs Gespräch. Ich sehe mein Leben nicht. Auch gut. Ich würde gerne mein Leben wiedersehen. Hörst du mal auf mich zu schießen? So, das war das i-Tüpfelchen. Packen wir unseren Kram. Ich pack erstmal mein Loot ein. Die eine hatte nämlich was Liedernes. So. So, nehmen wir mit.
Wir sind wieder überladen. Scheiß drauf. Ich habe zu viel im Inventar. Den Baum halt ein bisschen was auseinander. Ist ja okay. Zerlegen. 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 Weißkanten ist weg. So, jetzt können wir wieder genug tragen. Und weiter geht's. Das ist jetzt mein Auto. Hier einsteigen. Das nennst du Rennen? Was aber auf keiner Sporthochschule, oder? Rutsch rüber, ich fahre. Ist ja gut. Ich überlasse das Fahren den Profis. Na, dann fahr auch los. Endlich. Du musst einen Gang rein tun. Und? Das ist mal ein Auto, oder? Sentimentalität hin oder her, aber das ist auch nur ein Auto. Was frag ich dich überhaupt? Du hast doch keine Ahnung. Richtig. Siehst du? Hat auch ohne Mitch und Scorpion geklappt. Hör zu, wie? Es ist noch nicht vorbei. Ach nein? Du hast doch die Ware und dein Auto. Aber nicht Nash. Er war nicht in Rocky Ridge. Das Arschloch hat sich nicht blicken lassen. Hanam. Hör zu, ich habe einen Plan. Ist mir egal. Wir wollten das Auto und die Ware zurückholen. Das haben wir gemacht. Sixth Street wartet auf eine Nachricht. Hör mir einfach zu, verdammt nochmal. Dich nicht wundern, dass du alleine bist. Ich weiß, wo ihr dreckiges Versteck ist. Wir nehmen den alten, unfertigen Freeway. Sie werden nicht mit uns rechnen. Das weiß ich genau. Das weiß ich genau. Ach. Nash zu jagen war nicht Teil unserer Arbeit. Die nervt. Ich dachte, er zeigt seine Fresse in Rocky Ridge. Hat er aber nicht. Und vielleicht ist er auch nicht in ihrem Versteck. Ich weiß, dass er da ist. Wie? Die Ruffensau hat mich verarscht. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Kannst du das echt nicht verstehen? Nein. Nein, so war das nicht abgemacht. Verarschst du mich? Sag mir, dass das nicht dein Ernst ist. Ich riskiere doch nicht alles, um eine Rechnung zu begleichen, die nicht mir gehört. Du verstehst es nicht. Es geht um mehr als nein, nur... Nein, Panam. Nash hat dich dumm dastehen lassen. Das raff ich. Aber versuch nicht, dasselbe mit mir zu machen. Wir geben die Ware an Sixth Street, dann kümmern wir uns um die Hellmann-Entführung. Das war unser Deal. Das war unser Deal. Wo treffen? Bist du sauer? Noch ein bisschen Salz in die Wunde. Na, sie redet nicht. Natürlich ist sie sauer. Sie müssen ihr ins Gesicht pupsen. Ja, geh erstmal ans Handy. Hallo, das ist eine Straftat. Nee, keine Verarsche. Lass uns treffen. Meine Güte. Was ist, wenn jetzt was passiert? Und wir beide sterben. Bist du dran schuld? Ich werde da sein. 53 Meilen per Hour. Panam. Hör auf damit. Diese weißen Augen. Schmollst du jetzt wie ein beleidigtes Kind? Halt's Maul. Warum? Sollen wir uns für den Rest der Sache anschweigen? Ich hätte ihn erwischt. Er war direkt da. Wir hätten ihn erledigen können. Du kriegst schon noch deine Chance. Jetzt haben wir erstmal Wichtigeres zu tun. Also reiß dich zusammen oder steig aus der Sache. Jetzt. Ich habe versprochen, dir zu helfen, also helfe ich dir. Ja, möchte auch sein. Lass mich nur kurz abreagieren, okay? Ja, ja, alles gut. Alles gut. Ich überspringe auch einfach dein Abreagieren. Da sind sie. Lass mich reden. Riecht's nach Ärger? Nein, glaub nicht, dass was passiert. Ihr erster Roman. Ich würde gerne was verkaufen. Es wird nichts passieren, erstmal Waffe zücken. Hey Boss. Panam! Wie geht's Nash? Geht nicht ans Telefon. Muss den nicht mehr anrufen. Ist nicht nötig. Du hast Eier, Mädchen.
Wer ist das? Ein kleines Geschenk für mich? Bisschen provozieren, vielleicht können wir ihn ja töten. Wenn du keine Scheiße versuchst. Bisschen bissiger als Nash, was? Wart's nur ab. Der gefällt mir. Hier, erstklassige Ware. Mhm. Sind das Donuts? Und? Alles in Ordnung? Check deinen Kontostand. Sollte in ein paar Minuten Fett anwachsen. War mir ein Vergnügen. Aber ich dachte, Rogue bezahlt mich. Das war gute Arbeit. Hast dir Trinkgeld verdient. Gehen wir. Sie hat gut gearbeitet? Hallo, Rogue. Hannah, wie sagtest du nochmal? Ich soll meine Probleme und meinen Scheiß selbst erledigen? Hab die Ware und das Auto. Sixth Street ist zufrieden. Zwei auf einen Streich, du Fotze. Also kriegst du deinen Anteil doch noch. Ich hab mir meinen Anteil vorher genommen, Schätzchen, aber deine Fürsorge. Bis zum nächsten Mal, Panam. Rogue ist eine verbitterte, kalte Hure. Ich glaube, sie hat das Ziel aus den Augen verloren. Soll das heißen, sie war mal lieb und fürsorglich? Der war gut. Aber sie wusste selbst, wie es sich anfühlt, rumgetreten zu werden. Sie braucht einen Tritt in den Arsch. Den braucht sie. Jetzt mal kurz das Zeug verkaufen. Weg damit. Blau würde ich tatsächlich insgesamt gerne erstmal behalten. Ich muss mal einlagern, mittelfristig. Das ist noch eine Tarotkarte. Seht das auf der Map? Hier das Blaue? So, und dann quatschen wir jetzt mit ihr. Wer schreibt uns denn jetzt? Nein, danke. Hey, Noah. Neuer Auftraggeber oder neuer Freund? Beides. Einmal darfst du raten. Alles klar bei dir? Haben diese Sacke sich da in letzter Zeit Ärger gemacht? Die Raffen? Nein, alles ruhig. Klar kommen die wieder, aber wir haben schon Schlimmeres überstanden. Was darf's denn sein? Joseph, zwei. Ein, ich trinke nicht. Paket für Sixth Street. Was war da überhaupt drin? Hast du nicht reingeguckt? Valoperidol. Medizin für die Cyberpsychos unter uns. Verticken sie die? Ja, haben Deals. Mit illegalen Kliniken und Rippern. Ich trinke jetzt nicht. Nö. Noch eins bitte. Ganz meinsam. Danke nur. Zum Wohl. Sag Bescheid, wenn du noch was willst. Wenn nur ein Schluck drin? Teil erledigt. Jetzt erledige ich meinen. Wir müssen uns überlegen, wie wir das mit dem AV anstellen. Es gibt noch keinen Multiplayer. Er ist in Planung, aber ich vermute, der wird erst in zwei Jahren kommen, weil sie jetzt erstmal den Singleplayer fixen müssen. Müssen, sonst gibt's richtig aufs Maul. Gut, Hellmann. Wie lautet der Plan? Deswegen denke ich da jetzt nicht so schnell an Multiplayer. Zuerst muss ich überlegen, wie wir den AV mit der einen und den Personenschutz mit der anderen Hand erledigen. Für das, was wir vorhaben, müssen wir uns so gut wie unsichtbar machen. Lass uns wieder hier um Mitternacht treffen, okay? Okay, okay. Hier aus. Bis dann. Noah, ich brauche ein Zimmer. Nur für heute Nacht. Fuck yeah, jetzt werden wir direkt wieder angerufen. Mein Name ist Dakota Smith. Cool. Wenn du hier draußen nach Jobs suchst, bekommst du sie bei mir. Ich bin Vee. Danke für die Info. Hier draußen laufen die Dinge anders. Sei vorsichtig, Stadtkind. Ja, in der Nähe ist ein Auto, geh mir nicht auf den Sack. Eines meiner fehlenden Fahrzeuge könnte sich in ihrer Nähe befinden. Verstanden. Oh, der geht mir richtig auf den Sack mit seinen Autos. Wir machen das nächste Mal weiter. Ich muss tierisch aufs Klo. Ich habe tierisch Hunger. Und wir haben jetzt fast 4 Stunden gespielt. Deswegen mal eine Pause einlegen. Gibt noch nächste Tage. Man muss das Spiel auch ein bisschen genießen. Parallel werden wir hier eh zugespammt mit allen anderen. Ich bedanke mich bei allen, die heute dabei waren. Einen schönen Abend. Und bis zum nächsten Mal. Tschö. Mit dir. I'ma tell me, one day I'ma blow up big and I'ma be a king and my papa told me.
your shit. Don't forget your dreams, cause they'll get you.